Hallihallo ihr Lieben, da bin ich, eure Biggi. Ja, was soll ich sagen? Eigentlich habe ich schon viele Projekte, die ich hätte basteln müssen. Oder vielmehr, wo ich Video zu hätte drehen sollen können. Wollte, sagen wir es mal so, nicht müsse, wollte. Aber wie ihr im Hintergrund hört, ich bin in meinem Bastelzimmer, was ihr seht. Aber seit 2 Wochen habe ich diesen Lärm im Hintergrund und ja, es ist gerade sogar relativ ruhig, weil er nicht direkt an meiner Mauer bohrt und ich bin auch noch weit vom Geschehen ab, aber ihr hört es trotzdem. Und ja, da jetzt ein 10 oder 15 Minuten langes Video zu machen, wenn ich auch nicht weiß, wann er sofort wieder anfängt oder nicht. Jetzt, wie ihr hört, ist ja gerade mal Sekunde Ruhe. Und ich muss euch sagen, ich bin genervt. Ich denke, man sieht es mir auch schon an. Ich kann nicht mehr. Ich bin echt am Limit. Weil 2 Wochen dieses Gebohre und ja, es ist noch Gehämmere und Geklopfe dabei. Das macht mich echt kirre. Ich bin wirklich kirre und bin also eigentlich für solche Momente wie gerade, wo es etwas ruhig ist, mega, mega dankbar. Aber wie gesagt, seid mir nicht böse. Ich liebe euch alle und ich würde unheimlich gerne euch irgendwas zeigen und machen und tun. Nur wie ihr habt selber gehört, das sind ja, Momente, in denen ich echt wahnsinnig werde. Ich bin wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs, weil, ja, man schläft ja auch kaum. Also, der fängt relativ früh an und er hat heute Morgen wirklich Dauer gebohrt. Und ja, jetzt ist zum Glück etwas ruhiger. Aber wenn ich jetzt anfangen würde, wäre es sowieso wieder, es sind meistens keine 5 Minuten, dann geht er einen Kaffee trinken oder was weiß ich und dann geht das wieder los. Er hat versprochen, in spätestens einer Woche ist er mit dem Scheiß fertig. Ich bin gespannt. Er war letzte Woche irgendwann bei uns und hat gesagt, noch 1,5 Wochen ist er durch. Ich hoffe, dass ich dann wieder für euch da sein kann. In dem Sinne verabschiede ich mich jetzt erst. Ich danke euch für eure Treue, dass ihr trotzdem noch zu mir haltet. Und bald kommen dann auch mal wieder Videos von mir. Bis dann, eure Biggi. Ciao, ciao.